Hallo, mein Name ist Diese86RP und heute, ja, habe ich nichts. Habt ihr es auch langsam satt von Minecraft wie ich? Habt ihr es auch langsam satt, dieses Portal jedes Mal rein und raus zu müssen, nur um Rohstoffe zu sammeln? Außerdem habt ihr es auch satt, jedes Mal zu warten, bis dieser Kelch, Eimer, wie auch immer, Kessel voll wird, jedes Mal zu warten? Habt ihr es auch langsam satt, jedes Mal runterzubuddeln, um weitere Rohstoffe zu sammeln, so wie Eisen, Gold und Diamanten mit Glück? Vor allem, wenn wir schon mal dabei sind beim Thema, habt ihr es satt, auch jedes Mal die Felder neu zu bestellen? So wie ich? Und habt ihr es langsam satt, jedes Mal mit den Dorfbewohnern handeln zu müssen? Jedes Mal? Um Smaragde zu bekommen, um bessere Werkzeug, Rüstung und Tralala zu bekommen? Und habt ihr es auch langsam satt, jedes Mal angeln zu müssen, um Nahrung zu bekommen, eventuell Verzauberungskram, sowie vielleicht mit Glück etwa einen Bonk zu angeln, ne? Mit Reparatur drauf, sowie eine Angel und, ernsthaft, verrottetes Fleisch? Und habt ihr es auch satt, jedes Mal, wenn man irgendwo hingeht oder damit nicht rechnet, im Haus zu gehen, auf einmal Miau, Wuff und so weiter? Geht das euch nicht genauso auf den Sack wie mir? Denn? Und habt ihr es nicht auch langsam satt, jedes Mal schlafen zu müssen? Schlafen. Ja. Geht nicht. Man kann das Wetter nicht mal überschlafen. Nichts. Obwohl schon dunkel ist. Toll. Naja, dann habe ich hier halt die Lösung, ne? Guck mal. Escape. Speichern beenden. Ja. Und? Escape, Spiel verlassen. Blub. Ja, dann empfehle ich euch, Our Kingdom zu spielen. Es bietet sehr viele Levels. Ja klar, bis zu Level 100 ist, also es gibt nicht wirklich Level 100, also es gibt das Level bis 99, danach kommt S1 bis S20, glaube ich. So in den Dreh, ich weiß nur bis S10. Bis S20 bin ich noch nicht gekommen mit meinem Hauptcharakter, aber auf jeden Fall möchte ich euch dieses Spiel hier empfehlen, Our Kingdom. Wenn ihr die Schnauze voll habt von anderen Spielen, dann empfehle ich euch Our Kingdom, weil Our Kingdom bietet so vieles. Und zwar ist so ähnlich wie Twin Saga, was ich damals hier gespielt hatte, mit euch eine Aufnahme und die Questen vorlesen und tralala, möchte ich euch empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Aber ihr müsst es auch wollen, weil wenn man es hundertprozentig kostenlos spielen möchte, so wie ich, dann empfehle ich euch, einen Char einer Klasse zu wählen, die ihr mögt, und den auch hoch zu leveln, bis auf Level Max, um alles zu erfarmen. Versteht ihr? Es ist viel mit Grinden, ja, ist klar. So ähnlich wie bei Twin. Ich weiß nicht, wie hier das Goldsystem ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde es mehr Gold geben, wenn ein Gold-Event da ist. Nämlich, es gibt hier auch Gold-Events am Wochenenden. Ich glaube, einmal im Monat oder so. Auf jeden Fall empfehle ich euch Our Kingdom. Guckt es euch an. Ihr könnt es gerne spielen, wenn ihr es möchtet. Sucht euch eine Klasse aus, die euch gefällt. Am besten erstmal Nahkampf. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Im nächsten Part kommt dann die erste Folge mit Our Kingdom wieder. Ganz neu, ganz frisch.
auf meinen Kanal. Und ja, die alten Folgen, tut mir leid, da ging irgendwie alles runter und drüber, auf und zu und lalala. Ich bin da komplett aus dem System gekommen, ich bin da komplett durcheinander gekommen und... Oh, Post. Ja, dankeschön. Guck ich später rein. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten und wir sehen uns dann morgen in Our Kingdom in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.